100. 101. Ja, er kommt jetzt nicht über 101, ne? Aber schon noch interessant, dass der jetzt wirklich, ohne dass es irgendwen stört, einfach durchfahren kann. Mir nicht auf die Pelle! Wie oft soll ich das noch sagen? Also, die Hälfte seiner 18 hätten wir. Und das ist schon mal gut, weil dann können wir den zeitnah uns einverleiben. Also, wir können nicht klagen. Ah, da schon wieder eine Galerie. Die liebe ich wirklich in dem Game. Das hoffe ich, dass das in dem nächsten Transport Fever kommt und in City Skylines, was ja dieses Jahr noch rauskommen soll, soll es auch so etwas in der Art geben. Vor allem auch bei Brückenüberführungen, Unterführungen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was da jetzt kommt. So. Frankfurt am Main. Angekommen. Fracht wird entladen. Neues wird beladen. Dann wird auch schon weitergefahren. So. Einmal schön über das Weichenfeld und dann geht's Richtung Berlin. Paris, Frankfurt am Main, Berlin, genau. Natürlich eine Pfanne. Genau dort, wo... Das ist wieder mal so typisch. Wo ist... Kann ja schon... So noch machen. Dort haben wir es. So. Ah ja. Das wäre irgendwie sinnvoll, wenn man das noch machen würde. Ja. Da hätten wir es. Hätten wir es. So. Ja, haben wir. Wartungsgebäude, wunderbar. So.
durch Kassel durchfahren. Aus Kassel heraus. Da wären irgendwie die Brücken. Und da wird er jetzt wahrscheinlich tanken. Am liebsten sind mir die, die sich selbst zerlegen. Na schön. Hast du mir wieder schon den ersten Saboteur geschickt? Der nichts viel gebracht hat. So 95. So, ein zweiter. Da kommt wahrscheinlich schon der nächste. Ich bin mir am überlegen, ob ich vielleicht da nur Zweier machen soll und nicht Vierer. Dass die da nicht immer jedes Mal über die Äußeren gehen. Dürfte wahrscheinlich fast sinnvoller sein. Na gut, dort kannst du jetzt auffüllen, dann ist das auch schon erledigt. So, der müsste in Magdeburg durchfahren. Und dann kann ich eigentlich Magdeburg, Kassel, Main noch eine Linie erstellen. Frankfurt, Kassel, Magdeburg, Berlin, Gütersloh, so. Kassel. Express, so. Ries, Frankfurt am Main, Berlin. Nur 101 kann die fahren. Ist einfach der Zug zu schwer oder weshalb? Bin mir nicht ganz sicher. Aber theoretisch sollte sie ja schneller können. Willkommen in Berlin. Jetzt muss er natürlich noch zurückfahren. Ja. Wird schön fleißig gewartet. Aber dass wir 20% länger brauchen für Wartung, das ist wirklich das Einzige, was mich richtig, richtig nervt. Passt ja. Ah, ohne Ladung, okay. Ja, schön am Auffüllen. Irgendwo habe ich doch nur zwei gesehen. Hier.
Nun ja. Die wurde repariert. Jetzt wird sie wieder beladen. Und dann kann sie nach Paris zurück mit dem Express. Und da heißt es dann vor allem wieder wahrscheinlich: erreiche so viel, so und so viele Personen. Wird machbar sein, aber ist dann vor allem wieder Frachtrouten einrichten, um einfach die Städte hochzupushen, dass man auch mehr Gewinne kriegt. Also Magdeburg fährt man durch. Kürzesten Weg wahrscheinlich. Der dürfte wahrscheinlich der sein, der von Frankfurt aus gestartet ist. Was uns das bringt, wahrscheinlich nicht gerade viel. Aber wir haben es und das ist ja sozusagen schon die Hauptsache. So, Glück, Stopp. Dann. Was machen wir hier? Lagerhalle. Nehmen wir den Zucker auf. Wir nehmen, wo haben wir das Fleisch? Fleisch nehmen wir auf. Stoffe. So. Weizen nehmen wir auf. Bier nehmen wir auf. Gut, dann mache ich hier mal Kassel. Eine Fracht. Ich war gerade mit dem Bürgermeister beim Essen, um deine Pannenserie zu diskutieren. Richtung dort auch schon mal ein wenig ausgebaut. Da haben wir Getreide und Korn. So. Schon mal wieder zwei Konzessionen. Weimar und Dresden. Werde ich über Magdeburg anschließen lassen. Yep. So. Dann setzen wir den noch dazwischen.
So. Und dann geht's hier nach Magdeburg. Und hier. Dann ganz fleißig wieder die Trassen entsprechend markieren. So. So. Gemischt. Zwei Stück. Et voilà. Fracht machen wir da. Eine. Ah, wartet mal. So. Ja, oder doch, können wir eigentlich so lassen. Und hier. Noch hier. So. So. 52 Bahnhöfe angeschlossen. Dann hier. Noch da. Da werde ich einmal das machen. Und werde noch für Eiermauer Getreide umlagern lassen. Dann hätten wir auch dort Getreide. Von Kassel könnte ich hier rüber noch Zucker und Rinder, was ich dann hier umladen lassen kann. Also, hier machen wir, nein, Rinder brauchen wir nicht, Mais brauchen wir auch nicht, Zucker, Fleisch, gut, Fleisch wird eigentlich automatisch schon, aber können wir trotzdem einlagern, Getreide kommt von da. Stoffe. Holz könnten wir später auch noch machen. Ja, lasse ich mal die. Oh, und hier machen wir das Getreide und das Bier.
Genau. Dann. Schon besser. Dann mache ich da noch Zucker und die Rinder. Ihr Erfolg gibt unserem Vorhaben recht. Lokale Politiker lassen sich einfacher überzeugen, wenn unser Projekt bereits von Vorteil für andere Kommunen war. Ja, dann ist doch das gut, ne? So. Einmal so. Das bewegt sich, das bewegt sich. Wunderbar. Da bewegt sich's noch nicht. So, jetzt passt es. Kracht. Einmal. So. Dann haben wir hier. Schließ 21 Städte ans Streckennetz an. Eine fehlt noch. Okay. Ja gut, das ist machbar. Hier haben wir dann auch schon eine ziemlich gute Anbindung. So. Ach, zu wenig Geld. Gut. So. So hat's Ding ausgelöscht. Manchmal, ne? Das sind Spiele. So. Und dann noch. Wunderbar. Weizen passt. Das passt auch soweit. Da kommt auch schon Zucker an. Alter, was ist denn hier los?
So. Mache ich da. So. Dann sollte da auch theoretisch weniger Stau entstehen. So, Mücke tot. War eine blöde Stelle, zugegeben, aber besser so als mehrere von denen. Eben schon auch hier vorsortiert. Die, die da bei den letzten zwei sind, können auch dort, da müssen sie nicht immer überall über das Ganze. Aber das sieht man mal. Das kann zu sehr verknotetem Stau führen, auch wenn man mal, auch wenn ich lieber habe, einmal, aber dann über alles, dass es frei entscheidet, aber mit der KI ist es vielleicht doch manchmal noch geschickter, wenn es nicht über alles geht. So. Da ist auch sehr viel Verkehr da auf Frankfurt am Main. Köln, Kassel, Frankfurt am Main, Kassel, okay. Der ist Paris, Frankfurt am Main, Berlin. Zwei Einfahren, zwei Ausfahren. Der wird wahrscheinlich hier rausfahren. Mal ganz ehrlich, wir verstehen beide nichts von Zügen. Aber ich habe Leute dafür. Netter Versuch, aber das wird leider nichts. Das geht wunderbar. Also, jetzt müssen wir noch eine Stadt anschließen und das wird hier oben Stettin sein. So. Du breitest dich ja aus wie Unkraut. Diese Würdenträger, mit denen wir verhandeln.
Einzelnen verstehen das Potenzial des Nordexpress einfach nicht. Für sie ist ein grenzüberschreitender Zug bestenfalls eine Kuriosität und schlimmstenfalls eine Bedrohung ihrer Souveränität. Unser Voranschreiten gen Osten ist nicht aufzuhalten. Wir nähern uns mit großen Schritten unserem Ziel. Vor uns liegt nun die letzte Etappe unserer Reise. In Eidkunen können wir uns an das russische Streckennetz anschließen, wodurch der Nordexpress bis nach St. Petersburg fahren kann. Geben Sie jetzt nochmal alles! Bist du sicher, dass die Bilanz deiner Züge nicht gefälscht ist? Wenn das alles so stimmen würde, wäre das ja ganz außergewöhnlich. Diese 1 Million Einwohner an dein Streckennetz an. Sorg in Etikon für die gleichzeitige Verfügbarkeit von 7 Waren. Erzähle mit einem Zug zwischen Paris, Berlin, Etikon den Expressstatus. Werf alle Konkurrenten aus dem Geschäft. Kauf 8 private Streckenaufsorge in 18 Stunden für eine Zuganbindung mit Expressstatus. Beliefere Paris mit 4 Ladungen Zeitungen. Erzähle mit einer mittleren Bilanz von 100.000 pro Woche. Erzähle mit einem Zug zwischen Ostert, Köln und Berlin Expressstatus. Ja, dann. So, 74%. Ja, Berlin. Über wo muss ich fahren? Köln, Hannover, Magdeburg, Berlin. Könnte ich dann das machen? Das dürfte gut machbar sein. Da sind wir eigentlich gut angebunden. Wo sind wir da bei Hannover? Da haben wir das Maximale. Da auf 2, das ist okay soweit. Dann Expressstatus. Köln. Hannover. Berlin. Hannover. Köln. Wieder zurück. Genau. So. Yep. So. Dann mal schauen, ob wir da den Expressstatus erreichen. Ich habe nichts mehr zu trinken übrig. Okay, 4 Ladungen Zeitungen. Zeitung braucht Papier, Papier braucht. Wartet mal, dann mache ich hier
Papier in Köln. Liefert niemand schneller. Okay. In Brüssel ab wann? Ab 90.000. Stadtgebäude. Hab ich. Ah, da habe ich die Dings, ja. Schmierlokomotive wird weiter verringert, erhöht der Ticketpreis für Passagiere um 15 Cent. Was haben wir hier? Verbraucht Wasser, Sonne, Schmieröl. Kosten für Personalbüro, reduziert die Kosten für Personalbüro. Erhöht den Effekt des Zugangs bei 3-4%. Dann noch die Ticketpreise hier. Machen wir einfach mehr Geld. Mehr Geld macht mehr Geld. Ja. Jetzt Papier wird hier produziert wahrscheinlich schon. Genau. Jetzt brauche ich nur noch eine entsprechende Fabrik, die oder besser gesagt, ich brauche einen Kandidaten, der sich dazu eignet, ausgebaut zu werden. Das wäre ja eigentlich fast schon Brüssel. Was bräuchte Brüssel, damit sie noch wachsen? Zucker? Aber aus irgendeinem Grund kommt da keiner mehr an. Also mache ich eine direkte Zuckerverbindung. Ich mache da noch Gemüse, Obst und Bretter, Alkohol und Salz. Also wir haben hier den. Ist eine Fracht. Mit dem zwei Stück. Dann kommen Salz und Milch nach Brüssel. Wie es aussieht, wird zuerst mal Salz geliefert. Das ist okay. Schnaps. Nach Brüssel. Nacht. Dann von hier nach Brüssel. So. So, nach Brüssel. So. Dann haben wir auch Früchte. Dann brauchen wir Gemüse. Gemüse nach Brüssel. Ah, wartet mal. Vermutlich
deswegen. Genau. Dann ist Gemüse auch hier für Brüssel lieferbar. Holz wird geliefert. Aber auch Holz. So. Brüssel Bahnhof. Wird da ganz viel gebraucht, also kommt jetzt auch mehr auf die Linie. Am liebsten sind mir die, die sich selbst zerlegen. Ja, ja, ja. Ich habe auch private Stricken. Wenn ich den habe, kann ich den mittleren Bahnhof nehmen, kann den anbinden Richtung Berlin. Oder nach Gütersloh, Bossen, Bromberg, Ediuken, dann die Expresslinie machen, indem ich die komplett, ja, nehme ich an, dann bitte den. Ausgezeichnet! Unsere Feinde liegen geschlagen im Staub. Damit müssen wir zwischen Paris und Eidkunen keine Konkurrenten mehr fürchten. Yep. So. Ja. Dann haben wir das mal gemacht. Jetzt brauche ich nur noch so. Und die ganzen Konzessionen für die Gebiete habe ich mir gespart, durch dass ich mir den einfach direkt gekauft habe. Brüssel. Stimmt hier noch. Einfach den, dass der Zucker kommt. Good riddance! Eine sinnvolle Investition.
So können wir bestehende Infrastruktur zu unserem eigenen Vorteil nutzen und müssen auf niemanden mehr Rücksicht nehmen. Mhm. So. Gut, dann... Jetzt brauche ich 18 Expresslinien. Alter, das wird jetzt so unfassbar knapp. So. Bis 76 Dezember. So. Wir machen hier. So. Nicht. So, dann jetzt. Ja. Wir reißen auch ab. Ja. So, dann. Okay, machen wir. Von wo bis wo nach wo? Paris, Berlin, Eduken. Also Berlin, ja. Magdeburg, Kassel. Werde ich hier noch. Den machen. Dann wird es hier. Und bei Berlin würde ich die abzweigen lassen. Nach dem. Und zwar auf dem direkten Weg hier hin. Dann habe ich hier noch vier nach oben, genau. Dann noch, dann einmal kurz verbinden, dann schon mal die Strecke einrichten und fahren lassen, dass die dass wir die entsprechenden Aufgabe hinkriegen. Nein, entsprechend dem. Bahnhöfe angeschlossen. Und dann haben wir hier
eine relativ schnelle Route. Die hier den Express-Status erreicht. Der könnte auch irgendwann dann erreicht werden. Der auch 4 Zeitungen, das wird das wahrscheinlich mit dem Eduken, denke ich, kriegen wir gut hin mit diversen Gütern. So. 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 Alter, komm jetzt. So. Den auch noch. Dann Express Paris Berlin Jönken Berlin. Alter, wie ich das hasse, dass die das einfach so... Also nochmals. Dann... Die Route. Berlin. Jacken. Berlin. Das. So. Ja. Gut, das wird schon mal angenommen. Hat auch ordentlich schon was dabei. Paris ist einfach so am Überquellen von Zügen. Und da stehen natürlich noch mehr Lok. Ja, das ist doof. Zuwanderungsbüro, Ticketpreise, so. Jetzt aber dann wohl Dampf geben, ne? Haben da noch ordentlich was aufzuholen. So, und anstatt lange zu, muss ich jetzt... Also... Den 4-Ladungen Zeitung, den Express-Status. Das kommt langsam. Edjacken mit 7 Waren anschließen. So.
Wir haben hier Zucker und wir haben Milch. Wir haben Weizen und Rinder. Der würde Fleisch machen. Der Bier. Also, das heißt, der Schnee ist wirklich lendend. Also wortwörtlich so. So. Den und so. Also. Hast du da? Ein Wartungsgebäude und dann würde ich mit Umlade machen und hier Umlade zum Lagerhaus. Ja. Dann so runter, so rauf und da noch so einer rauf. Ja, würde ich sagen, machen wir doch so. Also. Gehen wir so. So. Schon besser. So, passt. Dann, wir haben Getreide. Gut, dann einmal Fracht. So, bestätigen. So, nach so, wieder zurück. Bestätigen. So. Dann geht das. Dann haben wir Fleisch und Weizen hier. Ah, das ist erreicht. Oder warte mal. Dann mache ich Express. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch den Express-Status für das. Dann brauche ich dann haben wir da Zucker und Milch.